Okay, das heißt, wir brauchen die Advanced Alloy, da brauchen wir Stahl, Bronze und Aluminiumplatten. Was haben wir hier alles? Wir haben Bronze, haben wir 16. Aluminium haben wir mehr als 16. Falsch. 16. Und wenn wir mitnehmen, Stahl braucht man dann auch noch was. Da habe ich aber wieder was in meinem. Was? Immer wenn ich auf T drücke, dann haut es mich hier aus dem Problem. Jetzt und ob man die Stahlplatten. Oh, keine Stahlplatten hier. Ja, die doch da. Dann machen wir uns 16 von den Dingern. Dann können wir nämlich anfangen, dass wir uns hier schön das Advanced Alloy machen. Da brauchen wir die Dinger und ja, toll. Also Aluminium war unten, wenn mich nicht alles täuscht. Aluminium, außer die holen wir dann alle hier schon raus. 5. Zumindest ein paar. Dann haben wir hier den Kompressor, da kommt das Zeug dann rein. Dann wird zumindest mal von der Pulveris, von der Kohle brauchen wir auf alle Fälle noch. Weil wir es dann auch brauchen für das komische Carbon-Zeug. Aber ein bisschen was haben wir schon, dann können wir zumindest mal das Pyrothium machen. So, rein da, auf das Rezept geguckt, Plus gedrückt und ausgezogen. 26 Pyrosim. Ja, ist ja schon mal was. Und von den 26 Pyrosim machen wir jetzt mal 13 in den Magma-Crucible. Weil die Drum ist leer. Ich könnte, glaube ich, sogar 16 machen. Wenn ich alles täuscht, kommt aus einem Ding genau ins einen Kübel raus. Ja, dann haben wir praktisch das Pyrothium. Den Refined Circuit, den müssen wir auch sich craften. Hier mal an, da fehlt mir auch noch was. War das eine Kupferplatte? Ne, eine Elektronplatte. Muss jetzt hier die ganzen Platten. Ich glaube, ich muss das mit einer Ender Chest machen, dass ich hier nicht dauernd hin und her laufen muss. Also ich hole die Platten sowieso alle mal drüber. So, dann haben wir ein Basic Circuit. Dann brauchen wir aus dem Basic Circuit müssen wir nachher einmal diesen Redstone Quarz drüber laufen lassen, mehr oder weniger. Die kann. Aber das Ding ist ja gerade belegt. Meiner. Ach nee. Gibt denn da jetzt einen Abgang? Nur 250 Millimeter. Wie viel habe ich reingeschmissen? 13? Muss ich noch 3 dazu packen? 16. Ja, durch 4 dann teilbar sein, um ganze Kübel rauszubekommen. Pü. 1, 2, 3. Ja. So. 3 habe ich gesagt. Enter. Die noch dazu packen. Dann lassen wir das hier schon durchlaufen. Dann müssen wir doch ein bisschen anders arbeiten als erhofft oder als gedacht. Gut, das heißt, wir haben die Heating Coils können wir, glaube ich, jetzt machen. Was fehlt mir denn da wieder für Platten? Durch. Konstant dann. Und dann. Nickel und Kupfer. Konstant dann. Bronze. Konstant dann.
Okay. Brauchen wir dann auch Platten in Zukunft? Schön zu wissen. 20. Ist jetzt alles leer? Ja. Dann das raus. Wieder getauscht auf Platten. Und konstant dann. Das Ding läuft auch schön. 20 Gäste. Ella. Rohmäßig haben wir auf alle Fälle nicht zu wenig. Aber es dauert. Ja, wir haben ja Zeit. So, den Ferns haben wir, die Steel haben wir, die Steel Plates haben wir, das haben wir. Jetzt fehlt uns im Prinzip nur mehr der. Ich muss dann sowieso gleich noch Stahlplatten auch craften. Man steckt. Voll der Geiz. Und jetzt werden wir hier mal ein bisschen Futter nachtanken. Und wir haben 5, brauchen wir momentan gar nicht. Aber ich kann hier gleich das Stahlzeug noch reinpacken, dass das hier läuft. Und so, von die braucht man nämlich genau 2 Zahl, das passt auch. Das haben wir, den haben wir, das haben wir, das müssten wir auch haben, das haben wir auch jetzt viel. Ja. Gucken, wie viel waren das? Genauso viel von dem. Ach, Blödsinn hier. 5 Eloy! 5. Noch. Boah, ich. Ups. Mindestens 6, 10 wären mir noch lieber. Kann ich gleich mal mehr machen, weil ich brauche das Zeug ja sowieso. Das Reinforced Glass geht mir gewaltig auf die Bronzeplatten. Auch Bronze können wir auch gleich ein Stack machen. Wechselt der dann ab? Nee. Praktisch das, wo jetzt am meisten da ist. Naja, das ist ja nicht so schlimm. Okay, das wäre das eine gewesen. Das läuft hier jetzt sowieso. In der Zeit können wir uns kurz mal um. Hier können wir auch reinschmeißen. Auch rein. Ach so, wenn das fertig ist, müssen wir noch den Circuit hier mit Redstone füllen, übergießen. Das ist durch. Das sind 4 Kübeln geworden. Dann die Drum hier. Die Drum nehme ich jetzt da rein, packe, dann füllt es mir die Drum gar nicht. Ach ne, echt jetzt. Ja. Das muss es doch wohl oder übel mit dem Kübel machen. Wo habe ich denn meine ganzen Kübel? Kein Kübel. Auch kein Kübel. Wieso kein? Kann sein, dass der da drüben liegt beim. Ja, zumindest habe ich meine Eisenblätter noch ein paar Eisendinger gefunden. Auch nicht. Drum, genau darum liebe ich jetzt mein automatisches Lager, wenn das dann alles einsortiert ist, da sind die. Dann habe ich echt kein Problem mehr. Das ist so schön. Das ist so schön. Okay, dann übel mal raus hier. Ach so, einen hätte ich gleich drinnen lassen können. Ist ja egal. Können wir zumindest mal. Ist jetzt eh leer. Dann müssen wir den destabilized. Da irgendwas da reinpacken. Dann haben wir 250 Millibucket von destabilized Redstone und dann packen wir hier das Circuit drin. Hier das Circuit rein. Und dann wird das gefüllt. Und dann haben wir ein Refine Circuit. Yay! Yeah.
Ist ja auch nicht übel. Und das könnten wir hier nämlich jetzt schön alles dann automatisieren. Das ist geil. So, jetzt kurz pennen gehen. Es gibt hier so viel zu erklären und so viel zu reden. Das ist ja Katastrophe eigentlich. So. Kurzen Schluck getrunken. Und das Ding hier fertig. 39. Wie viel haben wir gesagt? Ich will 10 von den Dingern haben. So, das waren 4. Kann ich gleich noch ein Stack pulverisieren, wenn es einfallen würde. So, rein mit euch. Gut, dann schauen wir mal, dass wir das hier noch pressen, weil rein theoretisch von der Menge her würde es sogar schon passen. Könnte ich gleich mal das Reinforced Glass machen, das ich mindestens brauche. Platten noch rausholen. Bronze. Jetzt fehlen mir wieder Aluminiumplatten. Ja, aber mit einem mehr passt das doch auch schon. Haben wir denn erst ein auch mindestens 4, um 4 von den Dingen zu machen. Die rein, das auch reinpacken für. Natürlich ist es trotzdem noch schön, es funktioniert der Zugriff auch noch, also dass ich das Zeug automatisch einsortiere in meine Drawer, dann habe ich hier nicht immer so ein Saustall, wenn du das so nennen willst. Und es ist halt schön zu filtern. Ja, jetzt weiß ich auch, ich habe keine Ahnung, wo meine Mushrooms sind. Ja, hier. Die habe ich nämlich mal gesucht. Gut. Hammer. Ein paar machen. Ein paar machen. Hey. Hier. Auch. Dann klatschen. Und hier gucken. Jetzt gucke ich mal, wenn ich die Pulverized-Kohle da rein klatsche, dann. Ja, sie wird einsortiert. Okay, es passt. Das gefällt mir. So, wir sind stehen geblieben. Wir brauchen die den Frame. Wir brauchen das. Okay. Einmal. Ach, okay, die hat es nicht genug. Einmal. Dann passt das auch. Und wenn ich jetzt hier, ja, dann. Ja! Der Frame ist fertig. Dann machen wir wieder einen Kübel. Den Kübel können wir den. Packe ich da rein, dann sage ich entleeren. Dann Kübel wieder raus. Den Machine Frame rein. Wieder umstellen auf füllen. Und dann füllt sie mir das hoffentlich. Okay, das dauert dezent länger, merke ich gerade. Na, Kuli, was ist los? Und wenn man dann den schönen Redstone-Furnace haben, dann sollte das mit dem Silikon auch funktionieren. Hoffentlich. So, klatsch. Redstone-Furnace. Und dahin geklatscht. Er füllt sich zumindest mit Strom. Ja, er arbeitet. Ja, ihr arbeitet. Okay. Dann lassen wir den mal schön hier werkeln.
Das wäre eher das erste Wichtige. Ich will dann in der Aufnahme mal zeigen, wie man so ein Crafting Grid und das Zeug baut, weil ich will so eine zweite, ich will ein zweites ME-Lager haben, nur für meine Bienen da oben. Also nur damit ich die ganzen Bienen sortieren kann und gucken kann, was ich brauche und ein bisschen Automatisiererei und so. Also das machen wir aber dann in einer Aufnahme. Wir werden uns jetzt weiter beschäftigen. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, hier wird fleißig Mana produziert. Die Spreader laufen hoffentlich. Ich habe nämlich mit den Spreadern ein Riesenproblem, dass die oft voll laufen. Da! Schießt der jetzt raus oder läuft der voll? Ich weiß nicht, woran das liegt. Er schießt schon, aber wieso entleert sich das ganz? Zu viel abbekommen. Ich müssen bei beiden genau 5. 1, 2, 3, 5. Gar nicht. Ach so, es kann natürlich leicht sein, dass in dem Fall nur die hier gefüttert werden. Nee, es wird. Nee, 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 nee. Jetzt werden die auch gefüttert und der Produ aber ich glaube, die produzieren wesentlich mehr Mana, darum ist das Ding hier fast ein bisschen überfordert. Der bewältigt die ganze Menge hier gerade nicht. Ja, dann machen wir halt noch einen Spreader. Wir haben ja genügend von den Materialien dafür. Also ist jetzt übrigens Botania, Jackie, falls du noch da bist. Da brauchen wir oben und unten Living Wood, dann so ein Ding und ich glaube ein Gold Nugget oder ein Gold Ingot. Nein, dann war es ein Gold Ingot. Haben wir ein Gold Ingot? Mana Spreader. Dann teilen wir es noch ein bisschen besser auf, würde ich sagen. Den binden wir auch mit dem und wir sagen dann Blume auf drei Blumen auf den drei Blumen auf den, da die sowieso nicht so viel abbekommen haben. Die vier bleiben auf dem. Ja, schön. Hast du gesehen? Okay. Okay. Jackie sagt, die hat gesehen. Dann nehmen wir das zu Kind. So, das war das. Jetzt ist natürlich die Frage bei mir, soll ich. Purple hat nämlich sein Elven-Gate weggehauen. Die Frage, ob ich mir selber so ein Portal bauen soll von Botania oder nicht. Ich brauch's spätestens, wenn wir gucken, beim Angel Ring würde ich's brauchen. Also hier, wenn ich den, nee, die Flügeltiere, nicht Angel, Flügeltiere. Da brauche ich ein Elementium Ingot, alles andere habe ich aber Elementium Ingot. Habe ich hier. Okay, die Flügeltiere könnte ich mir rein theoretisch craften. Aber was ich nicht machen kann, wieso wollte ich es dann machen? Irgendwas wollte ich noch machen in Botane, wo ich das Zeug gebraucht hätte. Also die Flügel. Jahre war es schon mal nie. Was war es dann? Wenn ich mir nämlich die craften kann, dann lasse ich das hier. Fire Spirits habe ich, das habe ich, die Ender Air Bottle habe ich und die Feder habe ich. Ja, dann kann ich die craften. Ach, wegen dem Spreader. Genau. Da braucht man nämlich auch irgend so.
Da gibt es nämlich den. Wo ist der jetzt hin? Hier.